Carlsbad, Südkalifornien. Ein Mekka für Forscher und Hightech-Pioniere. Einer von ihnen schwimmt ganz oben auf der Erfolgswelle. Mein Name ist Cary Gunn, ich bin Experte in Siliziumphotonik. In Südkalifornien gibt es keine Wildnis, dafür aber den Ozean. Und der Ozean hat viele Wellen. Die Wechselwirkungen zwischen Wellen, Brandung und Surfern sind tatsächlich den Wechselwirkungen des Lichts sehr ähnlich, wie Licht verändert wird und seine Wechselwirkung mit Materie. Meine Verbindung zur Natur ist das Wellenreiten. Und auch bei der Arbeit habe ich den ganzen Tag mit Wellen zu tun. 2001 gründete Cary Gunn mit namhaften Forschern und Technologiemanagern die Firma Luxtera, heute weltweit führend in Siliziumphotonik. Besonders wertvolle Dinge sind oft sehr klein verpackt. Das ist ein Siliziumchip mit der Technologie von Luxtera. Diese nennen wir CMOS Photonic. Und wenn wir den kleinen Chip in der Mitte betrachten, dann ist es ein Stück Silizium, wie ihn auch IBM oder Intel herstellen. Dieser Wafer wurde jetzt bei Freescale hergestellt. Im Inneren dieses Chips befinden sich alle üblichen elektronischen Schaltkreise und Transistoren, wie man sie in jedem Prozessor findet. Aber bei diesem haben wir zusätzlich optische Funktionen eingebaut. So können wir Laserlicht verwenden, es modulieren, aufteilen und empfangen. Es enthält Fotodetektoren und damit können wir in den Chip neben der gesamten Elektronik komplette optische Transceiver einbauen. Ein herkömmlicher Chip schafft bislang 10 Gigabit pro Sekunde. Durch die weltweit einzigartige Integration optischer Systeme in Standard-CMOS-Bauteile lassen sich bis zu 40 Gigabits erreichen. Zudem ist die Produktion dieser Chips einfach und kostengünstig. Den Preis bekommen wir nicht für einen neuen Laser, sondern für die Anwendung eines Lasers, der so klein ist, dass man ihn kaum sehen kann. Und dafür, dass wir neue Dinge mit ihm machen. Er ist wirklich kaum größer als ein Sandkorn. Seine Devise ist: Think small. Kleiner, schneller und günstiger. Ich bin auf einer sehr großen Farm aufgewachsen, auf der meine Familie schon seit Generationen lebt. In weitem Umkreis gab es weder Menschen noch andere Häuser. Für mich war das ganz wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, um nachdenken zu können, um zu entdecken. Hier haben wir ein Kupferkabel, der heutige Industriestandard. Mit diesem CX4-Kabel werden Computer in großen Datenzentren miteinander verbunden. Das ist jetzt ein sehr kurzes. Je größer die Entfernungen, desto dicker die Kabel. Sie werden so dick wie ein Gartenschlauch. Und sie haben eine begrenzte Reichweite und schaffen maximal 15 Meter, bevor ihnen die Puste ausgeht. Längere Verbindungen sind einfach nicht möglich. Der größte Vorteil des Laserlichts liegt nun darin, sehr große Entfernungen überbrücken zu können. Hier haben wir eine Rolle Lichtleitfaser mit je einem Luxtera Transceiver an beiden Enden, insgesamt 300 Meter lang, und noch lange nicht das Ende der möglichen Länge erreicht ist. Laserlicht wird genutzt, um Ozeane zu überbrücken, den Pazifik, den Atlantik. Dabei wird eine ganz ähnliche Technologie verwendet, wie sie bei Luxtera mit Siliziumphotonik genutzt wird. Was ist das Geheimnis seines Erfolges? Leidenschaft, Wissen, Kreativität. Beim Surfen kommen mir immer die besten Ideen.